und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Freizeitmobile von der Kammer GmbH. Heute stehen wir mal in einem Auto und zeigen euch nicht ein bestimmtes Fahrzeug, sondern heute geht es mal wieder ums Thema Zubehör und in diesem Fall ums Thema Frischwasser im Reisemobil. Das handhabt jeder immer ein bisschen anders. Der eine kümmert sich mehr, der andere kümmert sich weniger drum. Vom Grundsatz ist es immer wichtig, dass die Frischwasseranlage im Reisemobil gereinigt und gepflegt ist, sodass man auch das Wasser, was man aus dem Tank entnimmt, entsprechend nutzen kann. Wir empfehlen immer, dass man das Wasser, welches man einführt, konserviert. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Es gibt Mittelchen in Tablettenform, in flüssiger Form, in Pulverform oder halt in Form eines Silbernetzes, wie das zum Beispiel von unserem Partner WM Aquatec. Das ist ein selbst so dosierendes System, heißt es ist relativ einfach. Ich brauche im Prinzip nur dieses Silberpad in den Frischwassertank reingeben. Das mache ich über die Revisionsöffnung, die jeder Tank hat. Ich benze da vielleicht noch einen Angeldraht irgendwo ran, eine Angelschnur dran, dass ich das auch wieder rausgefischt kriege. Und dann habe ich 1 bis 2 Jahre, je nach Intensität der Nutzung, das Wasser permanent konserviert. Also ich brauche nicht jedes Mal, wenn ich etwas einfülle, das Wasser neu zu konservieren, indem ich Wasser zudosiere, wo auch da immer die Gefahr ist, man dosiert immer eher etwas zu viel als zu wenig. Hier ist es selbstdosierend und ich brauche mich darum nicht mehr kümmern. Das Ganze gibt es in verschiedenen Größen für verschiedene Tankkapazitäten. Das, was ich jetzt in der Hand halte, ist eigentlich so bei uns das gängigste. Das ist das 160 Liter Kissen, ist halt für Frischwassertank bis 160 Liter. Ansonsten gibt es auch noch eine Nummer größer, das ist dann 320 Liter. Es gibt aber auch das Ganze für kleinere Tanks, 30, 60 Liter kann man kriegen. Also für jede Tankgröße im Prinzip das Richtige. Wenn ich das im Tank habe, habe ich auf jeden Fall schon mal viel getan, um vernünftiges und stabiles Trinkwasser im Fahrzeug zu haben, sodass ich keine Keimvermehrung im Tank habe und ich Wasser dabei habe, was ich auch vernünftig nutzen kann. Wer noch einen Schritt weiter gehen will und sagt, ich möchte gerne auf diese ganzen Flaschen, die ich irgendwo kaufe und gegebenenfalls auch irgendwo wieder zurückgeben muss, verzichten möchte, ist ja gerade immer schwierig. Ich kaufe hier in Deutschland ein, fahre ins Ausland und habe dann irgendwann einen riesen Beutel Pfandflaschen mit dabei, die ich entweder dann entsorgen muss oder den ganzen Urlaubweg mit mir rumschleppe. Und der trotzdem Trinkwasser dabei haben will, kann man es natürlich auch so machen, dass man das Wasser aus dem Tank nimmt und ganz einfach trinkt. Würden wahrscheinlich die wenigsten tun, kann man aber durchaus, sollte man nicht so machen, sondern auch dafür gibt es wieder ein Zubehörteil, auch das haben wir hier in diesem Musterfahrzeug verbaut, das ist die BioLite von der Firma WM Aquatec, das ist eine Trinkwasserdesinfektionsanlage und ich würde sagen, wir springen jetzt ganz einfach mal einmal raus und zeigen euch ganz einfach mal am Auto im Doppelbodenstauraum, wie das Ganze hier installiert ist. So, jetzt stehen wir hier außen an unserem Malibu Reisemobil. So ein Auto eignet sich perfekt für die Montage von so einem Zubehör, weil wir hier wirklich super den Platz dafür haben. Deswegen kann man es hier auch perfekt zeigen. Ist natürlich aber auch bei anderen Autos möglich, wo die Platzverhältnisse etwas vielleicht schwieriger sind. Hier können wir sehen, bei dem Auto haben wir hier hinter diesem Gitterlochblech die Druckwasserpumpe installiert und daneben perfekt noch Platz für unsere Trinkwasserdesinfektionsanlage. Und wir können hier sehen, wir haben hier das Komplettset von der Firma WM Aquatec. Das besteht aus einem Aktivkohlefilterelement, diesem Halter, der hier auf dem Boden aufgeschraubt ist, und dem Teil rechts in dem Edelstahlgehäuse der BioLite. Die BioLite ist eine UVC-LED-Trinkwasserdesinfektionsanlage und das ganze System funktioniert folgendermaßen: Das Wasser, was aus dem Tank angesaugt wird, geht durch diesen Aktivkohlefilter und dort werden schon mal sämtliche Schadstoffe wie Mikroplastik, Hormone, Pestizide, Chlor und sonstige Schmutzartikel ganz einfach aus dem Wasser herausgefiltert. Somit landen die schon mal nicht mehr in unserer Trinkwasseranlage. Diesen Filter, den tauscht man etwa einmal im Jahr, kostet auch nicht viel Geld, ist für unter 15 Euro zu kriegen. Und somit habe ich schon mal da einen großen Schritt getan, um das Wasser sauber zu machen. Ein weiterer Schritt ist, aus dem Filter kommt es raus und geht in unsere BioLite. Die BioLite aktiviert sich automatisch über die Wasserpumpe in dem Fall. Also sobald ich den Hahn einschalte, wird die Wasserpumpe aktiviert und somit geht auch die BioLite an und bestrahlt das gezapfte Trinkwasser direkt mit einem UVC-Licht und tötet dort vollkommen ohne Chemie und vollautomatisch sämtliche
Keime und Bakterien im Wasser ab und somit habe ich ein 99,999% wirklich perfektes Leitungswasser, was ich trinken kann. Somit kommt an meinem Wasserhahn in der Küche reines Wasser an. Ich habe aber auch natürlich beim Wasserhahn in der Nasszelle, wo ich meine Zähne putze, und auch ganz wichtig natürlich in der Dusche, wo auch das Wasser durch die Wärme natürlich fein vernebelt wird, was ich durch die Atemwege wieder aufnehme. Auch dort natürlich reines und sauberes Wasser. Jetzt können wir hier unser WM Aquatec Komplettset bestehend aus dem Aktivkohlefilter und der BioLite noch mal einmal in der Detailaufnahme sehen. Wie gesagt, 100% ohne Chemie. 99,999%ige Entkeimung des Wassers bei einer Durchflussmenge von 8 Litern die Minute, die das maximal hat. Und bei diesem Auto kann man wirklich sagen, hat man also keinen Verlust von Wasserdruck am Hahn. Das System ist völlig wartungsfrei. Das Einzige, was ich natürlich machen muss, ist im Winter, wenn ich das Fahrzeug winterfest mache, den Filter einmal ausleeren und natürlich das Wasser aus der BioLite selber unten ablassen. Das System ist so konzipiert, dass man es auch zum Beispiel von Auto zu Auto mitnehmen kann. Das ist also keine Investition, die man jetzt für ein Fahrzeug macht und die dann weg ist. Wir haben hier eine Haltbarkeit von etwa 13 Jahren bei einer 365-stündigen Wasserentnahme pro Jahr. Das ist also relativ viel. So häufig wird keiner in seinem Reisemobil das Wasser zapfen. Von daher kann man wirklich sagen, also hat man hier eine Lebensdauer von etwa 13 Jahren, die so ein System mitgeht. Komplettpreis für dieses System, was wir hier nun installiert haben, liegt bei 629 Euro zuzüglich Montage. Das ist immer so ein bisschen abhängig, je nachdem, wie ist die Verbausituation. Bei diesem Fahrzeug würde ich mal sagen, ist man da etwa in 2 Stunden maximal wahrscheinlich mit durch, sodass man dann etwa bei grobe Richtung 800 Euro landen dürfte. So, jetzt haben wir im Prinzip alles zu unserer Trinkwasser-Desinfektions- und Entkeimungsanlage gesehen. Für denjenigen, der sagt, ich möchte in Zukunft meine ganzen Pfandflaschen alle zu Hause lassen und mit dem Platz mit was anderem hier befüllen, nimmt ja auch immer viel Platz weg und mein Trinkwasser aus dem Hahn genießen, der darf sich natürlich gerne bei uns melden. Wir machen euch gerne fahrzeugspezifischen Angebot, auch inklusive Einbau für das System. Wenn euch das System gefallen hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns da gerne oder sehr drüber und sagen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.